Frictional Games. Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Soma. Ihr habt relativ eindeutig abgestimmt und ich bete zu Gott, dass es jetzt endlich funktioniert mit der Facecam. Also wenn ihr mich jetzt seht, dann wurden meine Gebete erhört. Ich habe nämlich die ersten 5 bis 10 Minuten des Spiels schon, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Mal gespielt. Und es nervt schon ein bisschen, wenn die Facecam nie funktioniert, nie mit aufgenommen wird. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt endlich und ohne weitere Umschweife und ohne weiteres Gelaber von mir, fangen wir direkt mit einem neuen Spiel an. Ich bin gespannt. Es ist ein Horrorspiel übrigens, also ihr könnt mich schreiend und weinend erwarten, in Kürze. Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Von Philip K. Dick. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Wunderbar. So da, und wir sind in-game. Ja, ich habe jetzt die ersten zwei Male habe ich noch erklärt, aber jetzt erkläre ich nicht mehr. Wie auch in anderen Fictional Games, kann man hier auch Schubladen und so aufmachen. Wir haben hier von Robin McConnell am Haken so ein wahrscheinlich neuartiges Buch. Wer das lesen möchte, kann es gerne tun. Ich habe das jetzt schon zum 4. Mal gelesen und so wichtig ist es nun auch wieder nicht, dass man es unbedingt lesen müsste. Ich weiß gar nicht, war hier was drin? Nee. Gut, dann hören wir uns hier nochmal kurz. Radioactive tracer fluid, where are you? Ganz ruhig, Simon. Also, wir hören uns hier erstmal den Anrufbeantworter an. Hey Simon, it's Jesse. You working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it this weekend or next? Anywho, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. I even sent an email to remind him, didn't I? Ja, vielleicht. Ich weiß schon, ich verrate jetzt erstmal nichts. Übrigens, wer lesen möchte, Mapping Minds von Albert Isaacson, kann das gerne hier machen. Wie gesagt, es ist nicht wichtig genug, dass ich es jetzt vorlese, aber es ist schon was Interessantes, wie Computer nicht ganz mit dem Gehirn mithalten können und so. Also es ist schon interessant. Ich gehe jetzt hier relativ schnell alles durch. Massive Recoil. Ja, ist wahrscheinlich eine Anspielung auf Total Recall, den Film. Apropos. Summer's coming. Hope it's a good one. Ha, herrlich. Alles klar. Okay. What the fuck? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Gut, hier ist übrigens Medizinschränkchen mit Spiegel. Gut, nicht wirklich ein Spiegel eingebaut. Und ein Duschvorhang, beziehungsweise eine Dusche, die sich hinter dem Duschvorhang versteckt.
I don't want to keep the doctor waiting. I'll shower when I get back. Okay, geh stinkend zu deinem Doktor. Ich fühle mich so ultra Déjà-vu-mäßig, weil ich diesen Spruch, glaube ich, schon dreimal gebracht habe von den 5 Aufnahmen. So, apropos. Wir können hier Licht machen. Nicht hier rausgehen, das ist schlecht, weil wir haben diese Tracer-Flüssigkeit noch nicht getrunken. Hier übrigens Briefe an Simon Jarrett, Toronto. Ja, aber jetzt gibt es noch erstmal ein bisschen was, glaube ich, der Story sehr wichtig ist. Gut, das hier weniger. Hier sind Fotos, einmal wahrscheinlich von Toronto, der Innenstadt. Dann eine wunderschöne Tasse Kaffee, wahrscheinlich Kaffee, vielleicht auch Kakao mit so einem Milchoberst daneben. Sahneoberst heißt das, glaube ich. Und ein seltsames Foto eines Käfers auf einem Stock. Gut. So eine Kamera sollte man am besten nicht herumwerfen. Ist grundsätzlich keine gute Idee. Aber jetzt werden wir hier uns nochmal kurz umschauen. Gut, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Cinema Variety, das ultimative Filmmagazin. Keine Sorge, später werde ich alles wirklich vorlesen, aber jetzt, also ganz ehrlich, ich habe innerhalb der letzten 4 Stunden das jetzt mehrmals versucht aufzunehmen und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt ein bisschen Hals voll davon habe, jetzt hier die Sachen zum 10. Mal zu lesen. Das kann man übrigens nicht wirklich lesen, aus welchen Gründen auch immer. Das hier ist relativ wichtig, denke ich allerdings. Erhol dich schnell wieder. In Liebe, Mama. Oh. Gut, und das hier ist jetzt, glaube ich, das, was so ziemlich das Wichtigste ist, was in diesem Raum überhaupt ist, außer der Tracer-Flüssigkeit. Und zwar, junge Frau kommt bei Unfall im Stadtzentrum ums Leben. Freitag, 10. April 2015. Toronto. Von ihren Kindern abgelenkt, fuhr gestern eine Pkw-Fahrerin bei Rot über die Kreuzung von Bloor Street und Spadina Road und rammte ein anderes Fahrzeug seitlich. Die Mutter und ihre Kinder, die in einem robusten SUV unterwegs waren, überstanden den Unfall mit leichteren Verletzungen. Der Unfallgegner hingegen hatte nicht so viel Glück. Als das SUV die Beifahrerseite traf, erlitt die 23-jährige Ashley Hall lebensgefährliche Verletzungen und erstickte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Blut in ihren Lungen. Ihr Lebensgefährte und Fahrer des Wagens, der 26-jährige Simon Jarrett, überlebte den Unfall mit wahrscheinlich bleibenden Hirnschäden. Der Fahrerin des SUV zufolge handelt es sich um einen nicht zu vermeidenden Unfall. Ihr Name wurde nicht von der Polizei bekannt gegeben. Ja, ich kann den Artikel inzwischen quasi auswendig. Aber das macht ja nichts. Simon Jarrett sind wir. Also, und unsere Freundin war dieselbe Freundin, also dieselbe Person, die wir gerade schon in dieser anfänglichen Traumsequenz, kann man es sagen, betrachten konnten. Und hier ist nochmal ein Foto von uns beiden. Ich denke halt, es ist von uns beiden. Vor allen Dingen, weil die Frau da rechts auch relativ nah der Frau aussah oder halt ähnlich ausschaut, die wir vorhin in der ersten Sequenz gesehen haben. Übrigens ein wirklich schönes Foto. Sonnenuntergang. Das ist wahrscheinlich auch hier in Toronto. Und hier Pace Laboratories, Simon Jarrett und Dr. Aaron Peak, St. Mary Hospital, Toronto, Guduatan 755, Tracer Fluid, ja. Also, das scheint hier so eine Art Rezept oder Aufbewahrungsgenehmigung zu sein, sowas in die Richtung. The Grimoire, Robin McConnell, der von dem Buch vorher, Meet and Greet Book Signing. Ja, das war im Januar. Und hier sind übrigens, finde ich das Seltsamste hier in dem Raum, ein Foto von unseren Füßen im Sand. Keine Ahnung. Ach, Moment. Das ist mir noch gar nie aufgefallen. Da rechts unten, dieses Männchen da, also es müsste da circa, also da in der Richtung sein. Ich weiß nicht, wie das mit dem Bluescreen hinter mir dann funktioniert, ob das alles passt. Gut, auf jeden Fall, das ist genau das Ding hier. Schätze ich zumindest. Alles klar.
Aber gut, gehen wir erstmal an unseren Computer und checken mal unsere neuesten Mails. Oder halt neue, nicht neuesten. Wobei doch neueste eigentlich. Erste Mail von David Manchi, betreffend eure Graf-Sitzung, Datum 30. April. Ja, wir haben momentan Samstag, den 2. Mai. Ich wollte Ihnen abermals für Ihre Teilnahme in unserem Forschungsprojekt danken. Der Scan wird in den Pace Laboratories in Toronto durchgeführt, aber da wir selbst Gäste sind, ist unser Zugang ein bisschen unvorhersehbar. Ich werde versuchen, eine Scan-Session für Samstag anzusetzen. Sobald es bestätigt wird, werde ich mich bei Ihnen melden. Hatte er gerade. Mit freundlichen Grüßen, David Manchi. Dann neues Rezept von Dr. Aaron Peake, die uns ja auch dieses, wahrscheinlich war das dann eben, dieses Rezept für die Tracer-Flüssigkeit ausgestellt hat. Lieber Herr Jared, es freut mich zu hören, dass Ihre Kopfschmerzen nun weniger häufig auftreten. Ihre jüngsten Testergebnisse zeigen, dass sich Ihr Gehirn langsam erholt. Wie es sich aber an die Schäden anpassen wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Blutungen werden mindestens noch für die kommenden Monate anhalten und Sie werden uns einige Male im Krankenhaus besuchen müssen, um das Blut aus dem Hohlraum abzuleiten. Wir wollen verhindern, dass durch das Blut Druck aufgebaut wird. Ja, wer Saw kennt, der wird wissen, Blut oder Tumore, die aufs Hirn drücken, nicht gut. Du wirst zwar nicht gleich zu Jigsaw, aber trotzdem, keine gute Idee. Also nichts dagegen zu unternehmen. Da sich exzessiver Stress tödlich auswirken kann, habe ich Ihnen, ja, das ist ein Tippfehler, der mich zum vierten Mal wahnsinnig macht, habe ich Ihnen Prazosin gegen Ihre Albträume verschrieben, das scheinbar nicht wirkt, weil wir hatten eine Art Albtraum. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage und nehmen Sie das Präparat entsprechend ein. Versuchen Sie, sich gut zu erholen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Aaron Peake. Wir lernen später übrigens, Aaron ist eigentlich ein weiblicher Name, was seltsam ist in meinen Augen. Zumindest habe ich es noch nicht gewusst, bevor ich das Let's Play gestartet habe. So, Jesse, the Grimoire. Oh, I forgot to hit send. Ja, es ist nämlich nur in Entwürfe drin. Hi, Jesse. Da du wahrscheinlich vergessen hast, möchte ich dich hiermit dran erinnern, dass ich morgen diesen Arzttermin habe, also nicht zur Arbeit kommen werde. Das bedeutet auch, dass du dafür sorgen musst, dass du den Laden auch tatsächlich rechtzeitig aufschließt. Bitte pack auch die Kisten hinter dem Tresen aus, da sie sich langsam aber sicher zu einer Arbeitsplatzgefahr entwickeln. Tendenziell verkaufen sich Bücher auch viel besser, wenn sie in Regale gestellt werden, wo sie die Leute sehen können. Viel Glück, du wirst es brauchen, Simon. Ja, Jesse ist so ein bisschen, hat den Kopf in den Wolken und immer irgendwo. So, und natürlich senden wir diese E-Mail. Better late than never. Ja, besser spät als nie. Gut. Alles klar, dann hätten wir hier, soweit ich es weiß, alles, außer der Tracer-Flüssigkeit, die wir uns noch... What the fuck? Ja, seltsame Geräusche gibt's auch hier. Okay. Alles klar, macht nichts. Gut. Dann. Apropos. Fast food. Should buy something healthier on my way home. Ja, unsere Lebensgefährtin oder Freundin, nicht beides, also beides, aber nicht Lebensfreundin halt. Lebensgefährtin ist ja verstorben und wir ernähren uns weder kürzlich verstorbene männliche Single, einfach nur von Fast Food. Und halt Burger, Fritten, das ist ja alles Fast Food. Ich frage mich nur, und das frage ich mich auch schon zum vierten Mal, wo hat unsere Freundin bitte schön geschlafen? Oder ist das eine andere Wohnung als der, wo wir mit ihr zusammengelebt haben? Ich meine, hä? Das Bett ist ein bisschen klein. Oder? Schon irgendwie, oder? Oder habt ihr da eine andere Ansicht? Egal, hier ist die Tracer-Flüssigkeit. Ganz genau. So, was steht denn drauf? Das ist das Gardutan. Ja, das ist ein seltsamer Name. Was auch auf dem Medikamentenzettel stand. Und natürlich steht Caution, also Achtung drauf. Und was macht ein vernünftiger Bürger, wenn irgendwo Caution drauf steht? Er nimmt erstmal einen richtigen Schluck. Ja, lecker. Erstmal aufkriegen und...
feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Also so ein bisschen wie Blut. Wisst ihr, wenn man sein eigenes Blut ableckt, dann schmeckt es so ein bisschen wie wenn man an der Münze rumknabbert. Oder halt rumleckt. Habt ihr noch nie an einer Münze geleckt? Gut. Ich auch nicht. Vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, soweit kenne ich es. Der nächste Ladebildschirm ist mir noch bekannt und dann geht's ins Blind-Gebiet und da bin ich schon sehr gespannt, was abgeht. Also, das kenne ich jetzt noch bis zum nächsten Ladebildschirm halt. Habe ich mich nicht ganz gut ausgedrückt. Bin übrigens ziemlich sicher, dass der Typ da ein Obdachloser ist, so wie der vor sich hin murmelt und wie der ausschaut. Außerdem liegt da eine Flasche Alkohol vor ihm. Und unser Handy läutet. Jesse von The Grimoire. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Apropos, es fällt mir jetzt erst... Jetzt fällt mir das zum ersten Mal wirklich auf. Die Stimme von Simon, also von uns selber, kommt mir irgendwoher bekannt vor. Na, egal. Dann bin ich jetzt schon sehr gespannt, was jetzt abgeht. Und ja, es ist schon sehr traurig. Wir haben unsere Lebensgefährtin verloren und jetzt wird ihr Job... Gut, es ist 2-3 Wochen den Daten nachher, aber jetzt wird sie halt replaced. Das ist schon nicht sehr super. Hello? Dr. Munchie? Das ist irgendwie creepy. Ich mache hier erstmal die Vorhänge auf. Where is everyone? Thought this place would be busy. Und genau an dieser Stelle habe ich immer aufgehört, weil die Facecam nicht funktioniert und ich... Dieses Mal schaut's gut aus. Ich hoffe, es stimmt. Ich hoffe, ich bin nicht asynchron oder so. Falls doch, es tut mir sehr leid, aber ich mag es wirklich nicht zum 6. Mal aufnehmen. Gut. Was ist denn hier für ein Stuff? Erstmal nachschauen. Oh, was ist das? Versuch und Irrtum. Weg mit dem Skalpell. Das Gehirn kann sich selbst heilen. Das Gehirn verfügt über verblüffende transformative Fähigkeiten, eine Formbarkeit, die ihm die Kompensation und sogar die Heilung von Verletzungen ermöglicht. Diese Worte stammen von Paul Burke, einem Doktorand der Neurowissenschaften der York Universität von Toronto. Diese Fähigkeiten sind es, die Berg und sein Kollege David Munchie, seines Zeichens Student der Computerwissenschaften, anzuregen hoffen. Es geht darum, dem Gehirn beizubringen, das Richtige zu tun. Wir hoffen, dies mit einfachen Komponenten wie Übungen, Therapie und leichten Medikamenten zu erreichen. Munchie und Berg suchen dabei aber nicht nach einem Wundermittel, sondern nach der optimalen Behandlung für jeden einzelnen Patienten. Sie beginnen mit der Aufzeichnung von etwas, das man einen Nakajima-Neurograph nennt. Es ist wie ein richtungsweisendes Bild, sagt Munchie. Aber anstatt eines statischen Gehirnscans kann uns der Neurograph sagen, in welche Richtung ihr Gehirn unterwegs ist. Okay, kann man das umdrehen? Oh. Dabei handelt es sich um eine weitreichende Vorhersage, nicht nur um eine weitreichende Vorhersage, sondern nur um Millisekunden. Aber mit der richtigen Computerhardware können Berg und Munchie jede Art von Medikament verabreichen, ohne dabei zu riskieren, das tatsächliche Gehirn zu schädigen. Wir könnten versuchen, ihrem Gehirn eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, während der Körper einen Marathon läuft. Führt Berg als Beispiel an. Es ist nur ein Computermodell.
Wir sind in der Lage, sie 1 Million Mal falsch zu behandeln, nur um die richtige Methode zu finden. Und wenn sie schließlich die optimale Behandlung finden, wenden sie sie auf den tatsächlichen Patienten an. Ihr Forschungsprojekt steckt zwar noch in den Anfangsstadien, hat aber schon die Aufmerksamkeit der PACE Laboratories auf sich gezogen, die ihnen hinsichtlich Ausrüstung und Arbeitsbereichen unter die Arme greifen wollen. Wir haben großes Glück, solche Unterstützung zu erhalten, sagt Berg. Jetzt müssen wir nur noch das Rampenlicht verlassen und das Konzept auch umsetzen. Ja, das da unten sind scheinbar Munchie and Berg. Okay. Gut. Was gibt's denn da noch hier? Notizbuch, okay. Seite 56. Moment, Okay. Man kann das halt hier nicht lesen. Aber 2501 doppeltes Rufzeichen. Oh. Kann ich umblättern irgendwie? Nee, ich kann es nur drehen. Sonst nichts. Okay. Gut. Alles klar. 2501. Merke ich mir mal. Alles klar. Dann haben wir hier noch einen Computer. Jetzt scannen. Oh. Das ist von Paul Berg. Okay. Jetzt scannen. Von David Munchie. Betreff. Jetzt scannen. Ja, Datum 2. Mai. Oh, das ist heute. Paul, wo bist du? Wir haben noch ein paar Stunden. Ich habe Simon Jarrett erwischt. Lass uns das durchziehen. Ich habe dein Notebook an der Rezeption gesehen. Bist du schon hier? Ruf mich baldmöglichst an. Okay, machen wir. Mach dein Zeug bereit. Hi Paul, habe mit Pace über die Laborzeit dieser Woche gesprochen. Ich konnte den Scanner für morgen früh und nochmal für Freitag buchen. Ich weiß, das macht zwar nicht viel her, aber sie haben gesagt, dass wir den leerstehenden Rezeptionsbereich als eine Art Büro benutzen können. Dadurch können wir an ihren Computern Simulationen laufen lassen. Außerdem können wir dann schnell ins Labor gehen und den Scanner benutzen, wenn sich plötzlich ein Zeitfenster im Benutzungsplan auftut. Ich dachte, wir könnten morgen ein paar Tests laufen lassen. Wir könnten uns gegenseitig scannen, um die Ausrüstung kennenzulernen. Angeblich soll es recht einfach sein. Hoffentlich wird Dr. Aaron Peake am Freitag jemanden rüberschicken. Einer ihrer Patienten hatte kürzlich einen Autounfall. Klingt interessant. David. Ja, es ist A, nicht Freitag, sondern Samstag und B, wir haben unsere Freundin verloren. Also das ist nicht so interessant, sondern wirklich traurig. An David Munchie von Paul Berger. Also, wir sind ausgesperrt. Im Laborbelegungsplan gab es heute ein freies Zeitfenster. Leider hat uns niemand über die Änderung des Zugangscodes informiert. Ich rief deswegen den Sicherheitsdienst an und brachte Professor Way dazu, für unser Projekt zu bürgen. Dann bekam ich endlich so einen Oberboss der Rechtsabteilung von Pace an den Hörer, der unsere Labornutzungsberechtigung erneuern konnte. Den Code darf ich nicht in E-Mails oder Textmeldungen weiterleiten, werde aber eine Notiz oder sowas hinterlassen, falls wir ihn vergessen. Paul. Ja, ich glaube, diese Notiz ist eben dieses 2501, oder? Denke ich doch mal. Oh, hier ist noch Licht. Ha, ist das nicht schön. Hä? Okay. Oh, ich kann springen, kann ich ducken? Ja, ducken kann ich mir auch. Schauen wir nochmal. Okay, rennen kann ich auch. Schön, kann ich eh alles, was wichtig ist. Ja, gut. Ich glaube, das ist das erste Mal in einem Frictional Games Spiel, dass man tatsächlich mal wirklich großartig was von der Außenwelt sieht. Im Normalfall im Dunkeln oder die Arktis, aber noch nie wirklich. This is the place, right? Must be. Oh, wir können David Munchie anrufen. Okay, ich wollte jetzt eigentlich den Code eingeben, aber... Let's just call Munchie real quick. Great. Got his phone turned off. That's okay. I can figure this out. Okay. Ja, 2501. Das ist hoffentlich richtig. Yes! Okay, war das nur der Puzzle Solve Sound, oder... Okay. Ich denke, wir haben... Oh, wir können rennen, okay.
Und okay, wenn wir rennen müssen, dann mache ich hier sicherheitshalber zu. Ich hoffe, hier ist noch nichts wirklich Heftiges. Ja, okay. Das ist, glaube ich, nicht sehr interessant. First Aid Kit, oh? Können wir aber gar nicht verwenden. Gut. Hier auch nicht. Gut, dann gehen wir erstmal da lang. Oh, was ist hier? Steve. Okay, Olde. Okay. Oh, hier ist ein Lichtschalter. Alles klar. Oh, das ist eine große Nadel. Eine wirklich sehr große Nadel. Ich habe zwar an sich nichts gegen Nadeln, aber... Kommt schon, das ist doch mal wirklich ein Monster-Ding. Schaut euch das Keyboard an. Alter, das Ding ist so dick wie mein Finger. Alter, what? Okay. Ich hoffe, wir werden damit nicht gepikst. Gut, man... Könnte ich hier an den Computern irgendwas tun? Nee. Gut. Und hier auch nicht, oder? Nee. Gut, dann würde ich sagen, gibt es jetzt eigentlich hier noch diese eine Möglichkeit. Aber der Part ist schon zu Ende. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und zwar bei Let's Play Soma. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.